Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen und was geht hier zu einer neuen Folge auf unserem Kanal? Wir haben zwar gesagt, dies ja nicht mehr, aber da sind wir doch noch mal mit einem kleinen Silvester Special. Ja. Worum geht's heute in dieser Folge? Ein neues Sonderfahrzeug, das wir euch zeigen möchten, was eigentlich passend zur Jahreszeit ist, aber mangels Schnee in Lotus und in der Realität, zumindest bei mir hier im Flachland. Ja, ne? Ist es ein schönes Fahrzeug. Gut, also wir wollen auf jeden Fall heute nochmal ein neues Sonderfahrzeug vorstellen. Vielleicht nochmal die eine oder andere Modulgeschichte vom T4D. Und wir werden nochmal ein bisschen nach Thalstedt gucken. Hier befinden wir uns gerade in der sogenannten Schleife Neue Neustadt Zoo. Und wir fahren heute mal in den aktuell ja bebauten Abschnitt. Oder Abschnitt, der aktuell bebaut wird. Wir fahren quasi durch die letzte große Baulücke und kommen dann so von ganz grob in etwas feiner, aber immer noch nicht final gestaltet. Also es ist schon relativ viel zu sehen dann im späteren Verlauf, aber immer noch nicht viel, also noch nicht final gestaltet. So, dazu erstmal das und dann würde ich doch einfach sagen, wir ja, holen mal das Fahrzeug ins Bild. Ja, die heutigen Sound-Settings sind nochmal angepasst. Man hört heute etwas mehr vom Game als beim letzten Video. Das heißt, wir werden heute auch den T4 mit den immer noch Platzhalter-Sounds etwas mehr hören. Oh, da kommt doch schon unser Gerät. Ja. Der Schneepflug der DVB. Da ist er. So sieht das gute Stück aus. Ich mache mal kurz hier den Zapper. So. Und mit der Kamera wieder etwas besser unterwegs. Ja, das schöne Gerät hat der Kartoffelphantom auch noch auf die Beine gestellt. Und so sieht das ganze Stück aus. Es ist halt original des Remake aus Dresden. Sein T4D-Drehgestell, auf dem quasi ein Rahmen sitzt mit Gewichten und vorne dran das Schiebeschild. Ja, das kann man zurzeit auch per Click-Event steuern. Das heißt, die beiden Schilder hier kann man steuern. Wenn man die anklickt, dann fahren die nach vorne. Dann kann man halt diese Variante machen, dass der komplett nach rechts schiebt. Oder man kann auch vor sich wegschieben, quasi in dem negativen Pfeil oder halt wieder in dem ja, positiven Pfeil, wie es am Anfang ist, in der Grundstellung. So, das ist auf jeden Fall schon mal das Schiebeschild. Dann haben wir mit dem Maus-Event hier den Druck und dann geht das Schiebeschild nach unten. Wenn man in diesem Zustand fährt, dann bremst einen der Schneepflug auch spürbar aus. Das wird man dann, merkt man dann, wenn man die Beschleunigung ja, auf Null sitzt, dann bremst der Wagen erheblich gut ab. Da wir heute keinen Schnee haben und vielleicht auch noch ein bisschen fahren wollen, machen wir es einfach wieder nach oben. Angedacht ist, dass dieses später auch mal aus dem Fahrzeug steuerbar ist. Und auch der Schneepflug ist natürlich noch nicht final im ja, im Großen und Ganzen. Er wird später einmal mit dem T4D veröffentlicht werden. So viel dazu. Das Licht vom Schneepflug, es funktioniert. Also, wenn man natürlich im T4D sitzt, ja, haben wir dann den Warnblinker, Blinker rechts, Blinker links. Und gesteuert wird das Ganze über die Außenbeleuchtung. Dann, wenn wir die ausmachen beim T4, ist auch der Schneepflug dunkel. So. Das habe ich gerade gesehen. Ich muss mir meinen Spiegel hier noch mal ein bisschen einstellen. Da sind wir dann auch schon wieder beim Modulen. Das ist nämlich nicht der Originalspiegel, das ist der ATW-Spiegel. Das passt natürlich jetzt gar nicht mehr. So. Der eine oder andere hat vielleicht schon das nächste gesehen. Aber da möchte ich gerade im Moment noch nicht drauf eingehen. Das machen wir gleich. Wir werden jetzt erstmal ein Stück fahren. So, das sieht gut aus. Eieiei.
Das war zu weit. Ja, das ist eigentlich der Spiegel vom Fahrleitungs-Inspektionswagen aus Dresden, der jetzt hier hängt. So, Tür zu. Und keine Grünschleife. Ah, das heißt, irgendwo hängt eine Tür. So. Das ist übrigens schon einer der eingebauten Fehler. Das ist quasi die Funktion, dass die Türen hängen. Entweder nicht schließen oder nicht öffnen wollen. So, wir wollen nach rechts die Schleife verlassen. Das heißt, wir müssen die Weiche nach links verstellen. So, wir fahren jetzt quasi direkt in den Abschnitt. Dieses Geräusch eben war Verlassen der Oberleitung. Unter ja, Last. Das werden wir jetzt hier gleich noch ein paar Mal hören. Wir fahren jetzt, wie gesagt, durch den letzten Abschnitt hier. Ihr seht, da oben stehen schon Häuser, der hier unbebaut ist. Und hier ist auch noch keine Oberleitung. Es ist auch der letzte Abschnitt, wie gesagt. So, und jetzt hören wir mal ein bisschen was vom T4, das Rollgeräusch. Ein bisschen Turisto hört man schon. Und ansonsten, wie gesagt, sind die Sounds halt noch Platzhalter. Außer die Klingel. Die ist original T4 und schon fertig. So, jetzt geht es hier ein bisschen berghoch. Und ja, jetzt kommen wir gleich zu einer Haltestelle. Die ist gerade heute nochmal überarbeitet worden. Also dieser Straßenzug, der jetzt kommt, der ist heute im Prinzip überarbeitet worden. Aber hier fehlt halt noch die Ampeln. Bis hierhin fehlt auch die Oberleitung noch. Das kommt alles noch demnächst. So, hier beginnt jetzt die Oberleitung. Hier stehen auch schon Fahrgäste, die aktuell in den T4 auch noch nicht einsteigen. Denn dem Fahrzeug fehlen noch die Pfade und die Sitzplätze. So, mal kurz ein bisschen hier. Vielleicht auch, wenn das jetzt hier Quatsch ist, weil wir jetzt ja quasi über einen Vollprofilgleis fahren. Aber zum Demonstrieren, dass das wirklich bremst, ist das, glaube ich, mal ganz gut. Beschleunigen wir das Gerät mal ein bisschen und nehmen wir das. Beschleunigung raus und dann stellen wir fest, es bremst doch nicht. Vielleicht doch abhängig von der Oberfläche der Gleise, man weiß es nicht. Vielleicht wird es gleich hingefahren, gleich nochmal auf anders. Aber letztes Mal hat der mich sehr ausgebremst, der Schneeflug. Ja, wie gesagt, der Abschnitt hier ist heute passiert bis zu dieser Kreuzung. Und da haben wir nochmal Oberleitungsfehler. Jetzt bremst mich der Schneeflug. Das ist tatsächlich abhängig von der Oberfläche. Aber das ist gut zu wissen. Für die Einstellung demnächst, die ich treffen müsste. So. Ja, wir sind heute auch mit zwei Tarstell Repaints unterwegs. Einmal für den Hilfsgerätewagen und dahinter für die Stadtrundfahrt. Ja, die Stadtrundfahrt besitzt 4 T4D, 2 B4, die später folgen werden. Und ja, Hilfsgerätewagen haben wir auch einiges. Ja, das ist der Abschnitt, der letzte Woche um Weihnachten rum so, oder beziehungsweise in der Weihnachtenwoche vor Weihnachten passiert ist. Hier müssen wir jetzt kurz mal die 20 km auch wirklich einhalten. Ihr werdet doch gleich sehen, warum. Es geht hier nämlich für den Strohhaken immer deutlich nach unten. Und damit der nicht, wenn man zu schnell fährt, kann es passieren, dass der dann halt komplett eintaucht und unten einrastet. Und dann hätte man sofort keine 600 Volt mehr. Und deswegen sind hier die 20 km für diesen Abschnitt. So, und jetzt geht's quasi mit etwas mehr Schwung
Ja, diese Plattenbausiedlung hier, einen wunderschönen Charme, heißt Südhöhe in Thalstedt. Und ja. Fahren wir mal, dass das Signal rechtzeitig schaltet, sonst müssen wir rot fahren. Ne? Ja, das ist auch alles kurz vor Weihnachten bzw. um Weihnachten passiert. Hier fehlen immer noch so Kleinigkeiten. Ja. Aber die Gebäude hier, die sind quasi schon platziert. So, dann haben wir nochmal eine Haltestelle. Und dann befinden wir uns auch schon fast an der Endstation Eichenweiler S-Bahnhof. Ja, das hier, also diese Plattbausiedlung wurde 1975 gebaut. Oder ab 1975 gebaut. Also hinter dem Kreisel befinden wir uns schon in Eichenweiler. Und Eichenweiler war vor dem Bau dieser Plattenbausiedlung ein eigenständiges Dorf. Das wurde dann mit eingemeindet nach Thalstedt. Und es war früher ab der Wendeschleife da hinten, wo wir waren, also ab dem Moment, wo wir die Kopfsteinpflasterstraße verlassen haben, da war das früher eine eingleisige Straßenbahnstrecke, so ein Überlandcharakter. Also da war früher Acker, wo jetzt die ganzen Gebäude stehen. Und ja, mit dem Neubau der Siedlung hat man die Strecke dann zweigleisig ausgebaut. Und ja, die Straßenbahn ist auch, also die Originalstrecke war etwas länger. Die ging nicht nur bis zum S-Bahnhof, sondern hatte eine Station ca. 400 Meter weiter. Das war dann am Schlickerberg, da gab es eine Kuppelendstelle. Und ja, zwischen Eichenweiler S-Bahnhof und der heutigen Haltestelle August-Bebel-Damm, damals zum Felde, gab es keine Ausweiche. Das heißt, das Gleis links neben uns, das stadtwärtige Gleis, war das ehemalige Streckengleis. Das Gleis, wo wir jetzt fahren, ist quasi neu dazugekommen, außer hier im Bereich. Hier gab es schon immer eine zweigleisige Haltestelle. Ja. Und daher musste dann quasi ein ziemlich langes Stück eingleisig gefahren werden. Und hier war dann quasi eine Ausweichmöglichkeit. Und dann ging es hier geradeaus, wie gesagt, noch 400 Meter weiter von dem linken Gleis. Mit dem Ausbau der zweigleisigen Strecke und dem Zurückbau hierher hat man dann hier einen Gleisdreieck gebaut. Es ist zwar jetzt nicht alles voll gebaut, aber das wird man später sehen. Das stand ja hier alles im Prinzip schon. Eine Wendeschleife war nicht möglich, deswegen hat man hier diese kleine Seitenstraße damals umgebaut. Für die Straßenbahn als Gleisdreieck und für den Verkehr quasi gesperrt. So, damit sind wir hier schon mal angekommen. Dann gucken wir mal, Türtaster. Ja, das sind zum Beispiel heute auch andere, auch ein Modul. Das sind jetzt Originale. Keine modernisierten, sondern wirklich Originale. So, dann gehen wir noch mal in den schönen Wagen. Auch dazu erzähle ich gleich mehr, weil er genießt schon mal ein bisschen die Atmosphäre quasi. So, und dann fahren wir doch noch mal rückwärts um die Kurve in das Pausengleis. Ja, ich muss mal dran denken, etwas weiter zurückfahren. Ich habe den Schneeflug davor. So, da sind wir angekommen. Wunderbar. Dann machen wir jetzt mal alles auf, machen mal den Warnblinker aus. So. Ja. Wie gesagt, Modularität haben wir heute wieder ein bisschen was gesehen. Der Spiegel ist ein Modul. Die Türtaster sind ein Modul. Und ansonsten haben wir noch die Rolltore und hier hinten statt der Tür ein Fenster. Das sind die Module und damit verabschiede ich mich heute von euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns ein Like da und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.